So, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daily Shit, eurer Sonntagsdosis Scheiße. Ja, es ist mal wieder Sonntag und wir Freunde, ihr Freunde, freuen uns, dass das Wochenende mal wieder vorbei ist. Wir dürfen wieder in die Arbeit, da freuen wir uns richtig drauf, ne? Hammer. Super toll, freuen wir uns. Nein, wir freuen uns natürlich nicht auf die Arbeit. Und zwar, wir möchten euch heute mal ein kleines Thema bringen, das auch im Hintergrund läuft. Und zwar Battlefield Hardline. Ja, jetzt ist ja endlich draußen, ne? Harte Linie. Zeit ist es geworden. Harte Linie. Heißt das harte Linie? Ja, wahrscheinlich. Was machst denn du? Ich rubbel mir gerade ein, weißt du. Ja, so schaut's aus. Ah, ja, ja, ja. Nee, und zwar, ich wollte heute eigentlich allgemein, oder besser gesagt, wir wollten heute allgemein einfach mal darüber sprechen. Wir haben jetzt eine gute Woche gespielt, aber nicht in Spielzeit. Naja, was heißt eine gute Woche? Ja, es ist vollkommen gelogen. Es kam mir schon vor wie eine Woche. Also eine Woche geht nur von Donnerstag bis Sonntag. Hammer, richtig. Geil. Also ich sag, wir haben Donnerstag gespielt, Freitag. Nein, Donnerstag hast du nicht gespielt, ne? Ich nicht, nee. Ich auch nicht, weil wir haben es heruntergeladen. Also wir haben Freitag gespielt, wir haben Samstag gespielt und wir werden heute spielen. Also das heißt, wir haben eigentlich effektiv nur zwei Tage, wo wir wirklich was davon erzählen können. Was ist so dein erster Eindruck? Ich möchte jetzt heute so ein bisschen eine Kategorisierung fahren. Als erstes fangen wir mal an mit den Waffen. Was sagst du zu den Waffen? Ja, ich muss dazu sagen, einerseits in Battlefield finde ich es besser wie in Call of Duty, dass man sich erst quasi die Waffen erarbeiten muss. Das heißt, dass man eben nicht gleich alles freischalten kann von vornherein, sondern erstmal ein bisschen sich was freischalten muss, dann auch Geld sammeln muss und dann die Add-ons quasi wieder freischalten muss für den Waffen. Es gibt dann immer noch ein bisschen so Anreiz, einfach auch länger zu spielen und weiter zu spielen. Ich muss sagen, ich habe aus dem Battle Pack die ACWR, genau, gezogen und habe mich eigentlich auf die priorisiert und spiele eigentlich hauptsächlich mit der. Mhm. Bin sehr zufrieden mit der. Was schätzt du an der momentan so? Ja, die ist einfach, ich habe in der Demo, also in der Beta, habe ich eigentlich die HK416 relativ oft gespielt und die auch ausgebaut, die fand ich ziemlich M416 cool. Meinst du? Nein, die heißt HK416, Mann. Bist du sicher, dass die deutsche Waffe dabei ist? Ja. HK416. Ja, schau, wir gleich googeln. Ich google nicht, ich guck nach. Bei welcher Klasse ist die? Die ist bei den Gangstern. Ja, Operator, bei wem? Operator. Auf jeden Fall fand ich da die Prezi und so am Anfang ein bisschen schwierig. Ich spiel's hier mit dem Holo, muss ich sagen. Gibt's nicht. M416. M416, ja. Schick mal einen Link. Schau ich mir an. Auf jeden Fall spiele ich sie mit dem Holo. Gefällt mir sehr gut eigentlich, weil es so ein bisschen Zoom noch mit dabei hat, aber nicht so extrem. Also du spielst nicht klassischerweise mit dem Cobra-Visier, das mit dem die meisten spielen? Nee, ich habe mir irgendwann mal das EOTech da drauf gekauft, das Holo, und fand es eigentlich ziemlich geil. Und habe mich jetzt eigentlich dran gewöhnt und es macht auch Fun mit dem. Vorne eben Griff, schwerer Lauf. Ansonsten okay. An sich, Pistole möchte ich jetzt ein bisschen die Story noch spielen, weil ich gern die Glock mal ausprobieren möchte. Mhm. Die Glock 18C. Ansonsten, ja, kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich find's cool, dass auf jeder Klasse eine Waffe dabei ist, die schon quasi voll ausgestattet ist, sage ich jetzt einfach mal, wie jetzt die RO933. Genau, oder die MP5K. Es ist auch so, das ist auch was mir aufgefallen ist. Es gibt halt so schöne Grundausstattungswaffen. Also diese Waffe, die du jetzt angesprochen hast, die ACWR, die bekommt man nur, wenn man das Niederhaltungs-Battle-Pack hat, das bei der Vorbesteller-Edition für die Ultimate Edition dabei ist. Es gibt noch zwei andere Packs, die dabei sind, das Präzisions-Pack und Vielseitigkeits-Pack. Ich glaube, im Vielseitigkeits-Pack ist die ACWR drin, so rum. In dem Niederhaltungspack, wenn mich nicht alles täuscht, ist die K556, das ist eine Assault-Waffe für den Operator dabei. Die hat das größte Clip, also das größte Magazin. Okay.
Und die L85A2, heißt die so? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist ja immer so. L85 weiß ich nur, ja. Ja, L85A2, die ist auch dabei, die gibt es nur im Präzisionspack. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass man immer diese, wenn man eine Waffe freigeschalten hat, dass man es dann immer in jeder Klasse neu konfigurieren muss. Das finde ich ein bisschen richtig nervig. Sprich, ihr schaltet die M16 frei, dann muss man sie bei den Gangstern neu konfigurieren, dass er das nicht so übernimmt. Das geht zum Beispiel übers Internet, über den Battlelog sehr, sehr schnell. Über die App geht es auch einigermaßen fix, aber auf der Konsole oder halt im Menü selbst finde ich es ein bisschen nervig. Ansonsten finde ich die Waffen eigentlich ganz gut. Es gibt ein paar Waffen, die sich so rauskristallisiert haben, die sehr, sehr stark sind. Ich weiß jetzt nicht, ich finde zum Beispiel die Magnum ist so eine Pumpgun, die schon ganz schön crazy ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, manche Waffen, die machen so und man ist tot. Das ist, weiß ich nicht, an was das liegt, aber das könnt ihr uns ja selber mal drunter schreiben, was ihr dazu denkt zum Thema Waffen. Soll es das aber jetzt gewesen sein. Ich möchte jetzt mal über das Thema Karten sprechen. Was sagst du zu den Karten? Karten. Ja. Ich muss sagen, ich bin ja, wie schon in zig Videos vorher erwähnt, ich bin Fan von kleinen Karten. Also, ich muss sagen, natürlich gehört zu Battlefield irgendwo doch dieses Gelaufe. Aber ich bin halt einfach ein Fan von kleinen Karten. Also Close Quarter. Ja, mir gefällt es einfach besser, weil wenn ich erst mit dem Panzer oder so eine Viertelstunde fahren muss, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, das, nee. Da brauche ich keinen Shooter spielen, da kann ich auch irgendein MMO spielen, wo ich die ganze Zeit nur rumlaufen muss. Taugt mir nicht so. Aber in Hardline jetzt speziell sind sie ja sehr, sehr klein gehalten im Regelfall. Wenn man natürlich die dementsprechenden Spielmodi auch spielt. An sich sehr gelungen. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich doch etwas überfordert und bin da überall ein bisschen rumgeeiert, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich hin muss. Bin natürlich die ganze Zeit nur gestorben. Aber ja, es gibt sich natürlich mit der Zeit, wenn man da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Man muss ganz ehrlich sagen, die Karten sind nicht mehr ganz so zerstörbar wie noch zu Battlefield Bad Company 2 Zeiten beispielsweise oder auch Battlefield 3. Ich weiß nicht, bei Battlefield 4 habe ich da jetzt persönlich nicht so drauf geachtet. Es soll ein DLC erscheinen mit extrem kaputt machbaren Karten. Also da bin ich echt mal gespannt, was das so wird. Bis jetzt finde ich, manche Karten sind ein bisschen klein für 64 Spieler beispielsweise. Da haben wir es auf der Konsole ein bisschen einfacher. Ich spiele zum Beispiel sehr, sehr gerne Conquest Small. Da hat man so eine kleine Karte, einen kleinen Kartenausschnitt, drei Flaggen zum Erobern. Das ist eigentlich recht übersichtlich. Und mit 32 Eroberung Mann. Auf Deutsch, ne? Ja, Conquest, genau, richtig, Eroberung. Aber es ist halt Gewohnheitssache, wenn die Konsole auf Englisch steht, dass man es dann so auch ausspricht. Auf jeden Fall bin ich von den Karten echt überzeugt. Also die sind sehr, sehr fair gestaltet. Also sowohl für die eine Seite als auch für die andere Seite. Mir ist jetzt irgendwie nicht aufgefallen, dass der eine einen Vorteil hat gegenüber dem anderen. Als letztes möchte ich eigentlich so die Spielmodis ansprechen. Also die Spielmodi, nicht Modis. Was mir persönlich, das muss ich jetzt mal gleich vorne wegnehmen, mir fehlt Rush unglaublich. Also ich fand Rush halt sehr, sehr geil mit diesen M-Coms und einer Station zur anderen. Das hat mir schon sehr, sehr gefallen. Welcher Spielmodi ist momentan von den ganzen dein Favorite? Vielleicht muss man noch kurz ansprechen, also ja, welche es gibt. Also es gibt einen Überfall, wie aus der Beta bekannt. Das heißt, ihr müsst in Tresor als Gangster und die Kohle rausholen und die Guten, die Polizisten müssen das Ganze dann verhindern. Es gibt Blood Money, das ist ja, du musst halt diese Dinge auch zu so Extraction Points, also so wie soll man es übersetzen, so ja, Abholungspunkte bringen, genau. Und dann kommt halt ein Heli und holt das Ganze ab. Genau, genau, und das Gleiche gibt es mit Blood Money auch nochmal. Blood Money gibt es auch noch, da müssen aber beide Kohle einsammeln und zu ihrem Tresor bringen. Wer am Schluss mehr Kohle hat, gewinnt das Ganze. Und man kann auch von den anderen ihren Tresor klauen. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Dann Eroberung groß-klein, ist bekannt, denke ich, aus vorherigen Battlefield-Spielen. Und mit dem Auto? Hotwire, da muss man quasi Autos nehmen, die vorher markiert sind und die eben halten, wie so mobile Flaggenpunkte, ja, wie Hardpoint mit Autos sozusagen, mit denen müsst ihr dann schnell rumfahren, um Punkte zu bekommen. Der und Modus ist aber meiner Meinung nach ein bisschen verrucht, weil so viel RPG und C4-Gespamme gefällt mir gar nicht.
Ja, ich finde es mal ganz witzig zwischendurch, aber. Ja, definitiv. Aber wird jetzt nicht mein Lieblings-Favorite-Modus sein. Richtig. Und es gibt noch so ein. Es gibt noch einen Spielmodus, wo so wie Suchen und Zerstören aufgebaut ist, wo jeder ein Leben hat. Da geht es, glaube ich, um Geiselretten. Das haben wir zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Das müssen wir auch unbedingt mal spielen. Ich denke, von den Spielmodis an sich, weiß ich nicht, was ist dein Favorit momentan? Ich glaube, Überfall eigentlich. Also aber, heißt, ja. Genau, aber da sind mir die Games zu kurz, zu wenig Tickets. Und ich denke, jetzt aktuell ist es einfach Blood Money. Ja, es ist wahrscheinlich auch eine Einstellungssache, weil ich sag mal, wenn du dann irgendwann einen eigenen Server hast und schraubst die Ticket auf 200% hoch oder das Geld auf 200%, dass es nicht mehr 150 Packages sind, weil du kannst da, glaube ich, 10 Packages maximal tragen bei den Spiel insgesamt und dann 150 Ablieferungen, also immer dann pro eine Einheit, pro Einheit sind es 10 Stück maximal. Das ist dann schon ganz cool, wenn du deinen eigenen Server hast und schraubst das Ganze auf 200% hoch. Somit kann man natürlich auch die Spielzeit künstlich in die Länge treiben. Ja. Was ich ganz, ganz krass finde, wenn wir so zum letzten Thema kommen, sind die Fahrzeuge, mit denen spiele ich eigentlich seltenst. Wir sind gestern so im Heli geflogen, ihr seht es ja auch in dem Video. Man merkt, die Gun ist ganz schön crazy. Also sie ist, man muss schon wirklich sehr, sehr genau auf die Leute zielen, um damit auch Leute zu treffen. Also das ist was ich krass finde. Es war bei anderen Battlefields sehr, sehr viel einfacher, aber ich finde es gut, weil so muss man damit erstmal den Umgang lernen. Und du hast ja selber gesagt gestern, du musst auch das Fliegen wieder neu lernen, ne? Ja, es ist, ist generell, aber wenn man vorher nicht lange Battlefield gespielt hat, sage ich jetzt einfach mal, oder so lange Zeit nicht mehr gespielt hat, dann kostet es doch immer ein paar Minuten Einspielzeit. Genau, drin ist. Vollkommen richtig. Zu guter Letzt seid ihr natürlich gefragt, liebe Freunde. Schreibt uns doch mal ins Kommentarfeld unten rein, was ihr zu Hardline momentan denkt. Wo ihr momentan spielt. Spielt ihr auf der Xbox, spielt ihr auf der PlayStation, spielt ihr auf dem PC oder auf dem Gameboy. Schreibt uns doch drunter und ich sag von daher wieder ciao. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Daily Shit Time. Bis dahin, servus, ciao. Servus.